Weltberühmt und anerkannt ist das Dorotheum für seine Auktionen. Das Dorotheum ist vor über 300 Jahren gegründet worden. Und die Idee war, Käufer und Verkäufer von Kunst, aber auch von Antiquitäten und Objekten zusammenzuführen. Raphael Schwarz ist seit einigen Jahren Auktionator. Ich bin der, der vorne auf der Bühne steht. Ich dirigiere das ganze Orchester durch. Ich betreue somit die Kunden, die im Saal vor mir sitzen, unsere Kollegen, die am Telefon sind. Und am Ende sage ich zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Und wer als Letzter die Hand hoch hat es bekommen. Man kann telefonisch mitbieten oder man kommt in den Saal, registriert sich kurz vorher und hebt die Hand. Man kann auch über den Saal mitbieten oder über ein schriftliches Gebot. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten mitzumachen. Mitbieten ist im 21. Jahrhundert einfach und vor allem global. Seit 15 Jahren ist das Internet im Auktionsbereich extrem bedeutend geworden, weil Sie können im Internet alles nachschauen, Sie können alle Informationen bekommen und Sie müssen auch nicht mehr so präsent sein. Also früher ist man zu den Auktionen angereist. Die spannendsten Auktionen sind natürlich immer unsere großen internationalen Auktionen, sowohl bei der zeitgenössischen Kunst als auch bei den alten Meistern. Eine Schiele-Zeichnung, ein Schiele-Blatt um über 2 Millionen verkauft. Wir haben einen alten Meister wie Franz Franken, den zweiten, und über 7 Millionen verkauft. Das sind natürlich Highlights und das sind sehr spannende Momente für alle Beteiligten. Regelmäßig finden hier große internationale Auktionen zeitgenössischer Kunst statt. Die zeitgenössische Kunst hat in den letzten Jahren im Dorotheum sehr an Bedeutung gewonnen und ist eine der stärksten und expandierenden Sparte des Dorotheum. Die Freude am Sammeln ist einer der Gründe, weshalb wir so gute Ergebnisse verzeichnen. Das Dorotheum ist mittlerweile, spätestens seit der Privatisierung, ein Big Player im internationalen Markt. Wir sind jetzt erst in einem aktuellen internationalen Ranking Nummer 6, abgesehen jetzt von den asiatischen Auktionshäusern, weltweit gerankt worden. Und das ist für ein Auktionshaus in Wien keine schlechte Leistung. Insgesamt haben wir 600 Auktionen im Jahr. Allerdings sind fast mehr als die Hälfte mittlerweile reine Online-Auktionen. Und dann haben wir ungefähr 100 Auktionen, die wir mit Katalogen machen. Also die meisten Auktionen sind natürlich im Kunstbereich und im Schmuck. Das Dorotheum bietet an allen Standorten in Österreich auch das Service des Schätzens an, um Werte von Objekten, darunter auch von Schmuckstücken, feststellen zu lassen. Also grundsätzlich gibt es ganz unterschiedliche Motivationen, warum Leute zu uns kommen, weil sie es nicht mehr tragen wollen, den Schmuck, weil er nicht mehr gefällt. Und deshalb bringen sie ihn dann zur Auktion und wir schauen uns das vorher an, beurteilen den Schmuck, besprechen gemeinsam mit dem Kunden, wo das jeweilige Schmuckstück am besten aufgehoben ist, bei welcher Auktion. Es gibt Schmuckschwerpunktauktionen, etwa zu Weihnachten oder zum Muttertag. Das Dorotheum ist Mitglied von Wien Products, einer Exportinitiative der Wirtschaftskammer Wien.